zum Teufel hat der Bomben? Muss ich dem hinterherrennen? Ich würde gerne mal erst die Leiche untersuchen. Und das hier. Dich schneid ich auf. Hör auf, Bomben zu werfen. Loving Memory of Winston Hoffner. Oh, Kaffee. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was ja mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Der ist in die Luft geflogen und hat mir wehgetan. Hallo Wasser. Hier komme ich nicht hoch. Okay, gehen wir noch weiter nach unten. Ist kein Problem. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Und wie macht man die kaputt? Ach, man schießt drauf. Interessant. Nein! Du hast mich nicht gesehen. Bei Kamera. Tschüss. Das war geplant. Hacker. Aha. Interessant. Okay, der Trevor ist mit der Polizei gefahren. Interessant. Gleich kommt zu spielen. Chillen. Okay. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass ich mit der Waffe wechseln kann. My name is McCree. Gar nicht. Ich bin so schlecht mit Pistolen, merkt man ja. Was? Leerer Slot? Oh! Schrank untersuchen. Nee, da kommt nicht nochmal was Schönes raus. Aber es lohnt sich anscheinend, alles hier zu benutzen. Es sei denn, man heißt Barry und es passiert mal eben was ganz Doofes. Ich will's nicht wissen! Hi, Kumpel. Ich habe auch eine Waffe. So. Mann, oh Mann. Ein Parasit treibt sich herum. Oh! Wenn etwas in Rauch aufgehen soll, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Was? Ja, ich will eben noch alles mitnehmen. Hört mal auf, hier Panik zu machen. Ich infiziere alles, was mit euch? Ich bin ein Star, du nicht. Ach so.
das meinen die mit Feuer. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Who's your daddy? Oh, MG-Munition. Dankeschön. Kann man hier sonst noch was öffnen? Nee, ne? Kann ich die Leichen untersuchen? Ah, das Feuer ist weg. Jetzt kann ich die Leichen untersuchen. Finde ich gut. Übrigens habe ich Kaffee und alles gesammelt. Aber nächste Frage, wie kann ich das denn benutzen? Gibt es ein Inventar? Abfackeln. Lalala. Ja, gut. Dann nüt. Oh! Oh, Verbandskasten! Oh. Warte, hier kann ich wieder runter. Ja, toll, aber was nützt mir das? Ich dachte, ich muss hier irgendwo weiter. Schrot. Wieso kriege ich Schrotmunition? Oder ist das auch für die MG? Nee, die MG hat nicht verschiedene. Das jetzt auch angebrannt, das ist kaputt. Ich finde es halt schade, dass man hier keinen Nahkampf hat. Zigaretten, natürlich. Und jetzt geht es mir wieder nicht so gut. Naja, gut. Was habe ich mir dabei gedacht? Ach, ich musste gar nicht da rein. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Mensch je angetan wurde? Voll schön hier. Hallo. Ich hoffe, das sind meine Freunde. Jetzt habe ich umsonst eine Kugel verbraucht. Gott mag keine Drückeberger. Dieser Splicer lässt es krachen wie ein Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese plötzlich in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Finde Telekinese. Na, großartig. Eve-Spritzen. Ja, du, ich nehme mir einen Verbandskasten. Das war's dann auch gerade. Ich bin gut an Munition und ja. Oh, was ist das? Guck mal, Pistolenkugeln. Ein Imba. Oh, das ist schön. Dim, dim, da, 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 da. Ja, warte, ich... Hey! Komm her! Ich hab mal Lauf nur weg! Du wirst deinen... Meine Worte. Danke für den Besuch. Oh, Headshot. Drücke M. Oh. Ja, cool. Warte, hier war ich noch nicht drin.
Alter Schwede. Oje, oje, oje. Hier möchte ich noch rein. Ich habe nur den Verbandskasten vergessen, wenn ich. Was ist mit Streichen? Ja, guck mal, war der Verbandskasten nicht verkehrt. Nee, hier muss ich nicht hin. Kann ich das hier wegschmelzen? Ich will es mal eben probieren. Nice. Eve-Spritze, das nehme ich alles gerne. Oh! Gib mir das. 415. Warte. 0451. Ich guck mal eben, ob das wichtig wird und schreib mir das auf. Kann ja sein. Was? Ich guck mal eben, ob das wichtig wird. Eve ist voll. Ach shit, jetzt habe ich im Dings benutzt. Immer diese verschiedenen Knöpfe. Hier. Ganz schlimm. Ich glaube, ich hole mir nachher mal ein bisschen Pistolenmunition. Oh Gott, jetzt habe ich wieder Alkohol getrunken. Wow! C, ducken! Oh mein Gott. Was machst du denn? Alter! Gott im Himmel! Nein, so. Jetzt habe ich Eve nachgeladen. Okay, ich muss nachher mal Munition kaufen. Es nützt alles nichts. Und jetzt schleiche ich. Safe. Hacken. Auto-Hack. Errungenschaft. Safe gehackt. Ja, das war so schwer. Und was ist drin? 17 Dollar. Schrot finden und Patronen. Das sieht gar nicht unheimlich aus. Bandagen. Das ist gar nicht unheimlich. Brauch gerade ein bisschen Pistolenmunition. Habe ich das schon mal gesagt?
Ich hab Angst! Ergänzung Hex Smart Produkte. Aha. Pistolenmunition! Ich verschwinde wieder. Oh Gott! Und ich dachte, ich trinke zu viel. What the fuck? Au! Schade. Wäre es zu schön gewesen. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Pau. Oh Gott! So, mein Kumpel, ich bräuchte ein bisschen Munition. Ja, ja. So, das reicht mir erstmal wieder. Dankeschön. Nee, warte. Wie viele Kugeln kriegt man da immer von dir? 6 für 25. Wucherpreise. Vielleicht sollte ich mal wieder lieber meinen Schraubenschlüssel benutzen und ein bisschen Munition sammeln. Ich weiß ja auch nicht. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man rennt. Warte, alt? Nee, alt war es nicht. Bleibe ich halt so langsam. Habe ich ja auch kein Problem mit. Ah, hier komme ich jetzt auch durch. Die Musik gefällt mir schon wieder gar nicht. Aber... Hi, Kumpel! Au! Na, zum Glück hole ich mir immer ein Medipack. So, wenn es da lang geht, dann gucke ich mal eben hier. Ich glaube, es ist dasselbe... Oh Gott im Himmel! Au, das tat weh. Ich sehe meine Hände. Billiger kleiner, ich stehe über dir. Oh Gott! Lad nicht so lang nach. Oh Gott. Er muss immer so lang nachladen. Kriegt zu viel. So, laden wir mal eben voll nach. Oh Gott im Himmel. Mach das nicht mit mir. Oh, Schokoriegel. Oh, hallo. Das finde ich aber gut. So, hier kann ich sicher noch was holen. Jawohl. So, jetzt wollte ich mal eben hinten nach diesem bösen Teil gucken gehen, ob man das hacken kann. Au!
aber böse. Vermutlich taucht er zur Grippezeit wieder auf. Dann werde ich impfen. Bandagen. Ich brauche Pistolenmunition. Okay. Ja. Panzerbrecher finde ich ständig. Aber ich brauche Munition, Kinders. Bandagen. Dafür gibt es jetzt auch inzwischen schon mehr. Ich wollte eigentlich meine Pistole benutzen, aber so geht's auch. Hey! Da will ich hin. Hast du? Du hast doch sicher Munition für mich. Jawohl. Ach, er ist da rausgekommen. Das sind umgestoßene Blumen. Ich brauche was zum Teufel? Ah, so eine Kamera wieder. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Chong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Lässt eben im Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelharte Waffen mit beispielloser Geschicklichkeit. Also mach ich jetzt mehr Schaden? Kann das sein? Juhu! Oh, da liegt noch was. Schrotmunition, natürlich. So, Moment. Ich hasse es. Peridors Feuerplasmid, da war was mit Eis zugefroren. Ah, anscheinend habe ich es ja schon gemerkt. Das ist ja cool. Habe ich es nicht ausgerüstet? Ich dachte, ich hätte. Wie macht man das denn? Du klickst das immer weg. Keine Ahnung. Aber ich dachte, wenn man das mit dem Pfeil da reingetan hat, dann wäre das aktiv. Hallo Kamera. Jetzt habe ich nur noch 6 Kugeln. Ich hätte gerne mehr Pistolenmunition, weil Panzerbrechermunition will ich mir aufheben. Sieben Kugeln? Ach, Leitschü. So, hier war ich drin. Ja. Hier war ich drin, hier habe ich die Schrot gekriegt.
Und hier musste ich weiter rein, ja. Ey, wer will denn hier leben und in so eine Klinik gehen, wo solche Bilder hängen? Kann mir das mal jemand erzählen? Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Ja, ich gebe jetzt mal dazu keine Meinung ab. Alles, was ich hier sage, kann und wird gegen mich verwendet. Ich meine, ich war auch nicht für den... Was habe ich genommen? Zigaretten, natürlich. Ich war auch nicht für den Mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Also es war nicht gut, was sie getan haben. So. Oh. Nein, jetzt habe ich wieder Whisky genommen. Ach du Schande. Das ist voll die schöne Musik. Hallo. Oh. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Sushok. Kunde, Fontaine Futuristics. Oh, was mache ich weg? Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Objekte durch den Raum bewegen? Kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Ups, das wollte ich nicht. Au! Ah, cool. Ich hasse das Hacken. Was? Oh Gott. Nein. Warum tue ich das? Ja, aber vor allen Dingen, ich finde nie die Sachen, die ich brauche. Das ist doch Bullshit. Ja, das ist sehr gut. Nein, oder auch nicht. Ich nehme jetzt das Hackding, ey. Fickt euch. Die Eve-Spritze kann ich nicht nehmen. Ja, schade. Bullshit. Das ist die Ballmaschine. Bullshit, Trü! Au! Kartoffelchips. Habe ich das aufgemacht? Ja.
Warte, hier kam ich immer noch nicht rein. Zwei Verbandskästen, das finde ich gut. Kann ich hier rein? Wahrscheinlich. Oh Gott. Bullshit. So. Brauche Pistolenmunition. Du brauchst den Schlüssel. Ja, ja, Schlüssel. So. Bandagen, Bandagen. Benutze ich so gut. Benutze ich ja so oft. Gib mir Pistolenmuni.